Kann der erste Satz schon von einem Buch überzeugen? Dieser Frage gehe ich heute in diesem Video nach. Ich werde Bücher testen und nur anhand vom ersten Satz feststellen, ob mir das Buch zusagt oder nicht. Welche Bücher ich hier aus meinem Subglas rausziehe, das erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt gerne dran. Hallo, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal gelandet seid. Schön, dass ihr bei diesem Video mit dabei seid. Ich habe heute wieder mein Subglas in der Hand. Dieses Glas kennt ihr eigentlich aus dem Videoformat Read It or Unhaul It, wo ich hier einen Zettel rausziehe, das Buch zu lesen versuche oder es eben abbreche und aussortiere. Heute hat dieses Subglas ein bisschen eine andere Aufgabe. Ich werde hier 5 Zettelchen rausziehen, mir die Bücher aus dem Regal raussuchen und nur den ersten Satz lesen. Und dann anhand vom ersten Satz eine Einschätzung zu dem Buch abgeben. Ich werde natürlich nicht anhand vom ersten Satz ein Buch aussortieren. Das mache ich nicht. Jedes Buch soll eine faire Chance bekommen. Ja, also wenn ich ein Buch anlese, dann sollen das schon 30 bis 50 Seiten sein, bevor ich mich entscheide, ob ich was aussortiere oder nicht. Aber ich habe mir gedacht, schauen wir uns einfach mal erste Sätze an, weil die sind oft ganz, ganz speziell vielsagend oder auch nur sehr, sehr beschreibend, sehr nüchtern, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Deswegen freue ich mich jetzt hier ein paar Zettelchen rauszuziehen und die ersten Sätze anzulesen. Schreibt mir gern in die Kommentare, wie euch die ersten Sätze gefallen und welches Buch ihr am ehesten weiterlesen würdet, eben anhand des ersten Satzes. Und wenn ihr was im Kopf habt, hattet ihr mal ein Buch, das einen ganz besonderen ersten Satz hatte, der euch so richtig mitgerissen hat? Ich weiß noch, ich habe mal ein Buch gelesen, das war, glaube ich, von Bianca Josivoni, irgendein Romance-Buch. Das war eine College-Romance und da haben sich die Protagonisten kennengelernt oder die Mitbewohner kennengelernt und sie hat ihm gleich das Nasenbein gebrochen oder so irgendwas. Sowas bleibt im Kopf. Mal schauen, ob sowas hier jetzt auch drinnen ist. Ich werde mal das erste Zettelchen rausziehen und dann schauen wir, welches Buch es ist. Ein Klassiker, die Schatzinsel. Trifft sich gut, dass das Klassikerregal gleich hier hinter mir ist. Ich werde das Buch mal rauszupfen. Und zwar ist es diese Ausgabe, Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson aus dem Reclam Verlag. Mein Mann und ich haben uns ein paar Klassiker in diesem Format, in dieser Ausgabe vom Reclam Verlag zugelegt und haben beide letztes Jahr Dr. Jekyll und Mr. Hyde eben von Robert Louis Stevenson gelesen und fanden das so toll, dass wir uns die Schatzinsel geholt haben. Die habe ich natürlich noch nicht gelesen. Hinten steht drauf, Abenteuer auf hoher See, eine einsame Insel, raubeinige Seeräuber, eine Meuterei und ein vergrabener Schatz. Kein anderer Roman hat unsere Vorstellung von der Welt der Piraten so geprägt wie Robert Louis Stevensons mitreißende Geschichte über Verrat, Gier und Wagemut. Ja, Piraten, Abenteuer, der Klassiker schlechthin, was das betrifft. Ich habe ihn noch nicht gelesen und bin jetzt gespannt, wie der erste Satz lautet. Aus dem Englischen übersetzt von Ulrich Bossier, der Vollständigkeit halber. Okay, das ist ein spezieller erster Satz. An den unentschlossenen Käufer. Hier steht ein Gedicht drinnen. Auf der ersten Seite, das uns wahrscheinlich davon überzeugen soll, dieses Buch zu kaufen. Und an den unentschlossenen Käufer, finde ich, ist zwar kein erster Satz, aber finde ich eine mega gute Idee. Der erste Satz ist eigentlich das ganze Gedicht, weil das hat keine Punkte. Doch, das hat Punkte zwischendrin. Wo ist noch einer? Super. An den unentschlossenen Käufer. Wenn Seemannsgarn erzählt zu Seemannsweisen von Schiffen, Inseln, Winden rau und hart, vergrabenen Gold, das lockt zu weiten Reisen, von Ausgesetzten und von Kaperfahrt. Romantik eben ganz nach alter Art. Wie sie in früher Zeit hat mich bezwungen, wenn derlei auch noch in der Gegenwart euch kann betören, ihr aufgeweckten Jungen, dann ist dies Buch für euch. Lest.
Das ist der erste Satz. Mega Idee. Robert Louis Stevenson schreibt in sein Buch die Werbung zum Kaufen des Buches rein. Das ist so cool. In Gedichtform, das war jetzt nicht das ganze Gedicht, sondern wirklich nur der erste Satz bis zum ersten Punkt. Und ich finde die Idee toll. Also auf so eine Abenteuergeschichte muss man natürlich Lust haben, aber das verkauft mir das Buch jetzt schon echt richtig gut. Also Chapeau an den Autor, das Buch ist erschienen. Steht das hier irgendwo? Steht wahrscheinlich hinten drin. Hier ist eine Zeittafel. "1883, nachdem die Schatzinsel zuvor als Fortsetzungsroman unter Pseudonym wenig Beachtung fand, avanciert die Buchveröffentlichung schnell zum Bestseller. Zusammen mit Der merkwürdige Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde bleibt sie Stevensons berühmteste Geschichte." Also ist dieses Ding fast 150 Jahre alt. Ja, die Idee, also damit habe ich nicht gerechnet, sowas bleibt im Kopf, das ist eine richtig coole Idee, die mir dieses Buch wirklich schmackhaft macht. Und auf genau sowas habe ich mit diesem Videoformat gehofft, dass ich solche besonderen ersten Sätze kennenlerne. Richtig cooler Start, gefällt mir. So, Buch Nummer 2, Deckel wieder drauf, shake it, shake it, shake it. Schauen wir mal, was jetzt daherkommt. Damit mit der Schatzinsel mitzuhalten, das wird halt richtig schwierig. Also, so eine Idee wird nicht jeder haben. Oh. Das nächste Megabuch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Trümmerkind von Mechthild Bormann. Ich habe von Mechthild Bormann Feldpost sehr geliebt, megamäßig gefeiert und Trümmerkind liegt noch am Sub und das hole ich euch jetzt raus. Das ist dieses Buch hier, eben von Mechthild Bormann aus dem Drömer Verlag. Und hier geht es um die direkte Nachkriegszeit in Hamburg. Um den 14-jährigen Hanno Dietz. Er kämpft in Hamburg der direkten Nachkriegsjahre ums Überleben. Deutschland erlebt den Jahrhundertwinter 1946-47 und eines Tages entdeckt Hanno in den Trümmern eine nackte Tote und etwas abseits einen etwa dreijährigen Jungen, das Trümmerkind. Und das ist halt ganz was anderes und hier bin ich sehr gespannt, wie der erste Satz sein wird. Erstes wässrig-violettes Licht zeigt sich am Horizont, schob sich über Schuttberge, fiel in Bombenkrater und zeichnete die Konturen der Trümmerlandschaft nach. Das macht Kopfkino. Das macht richtig, richtig Kopfkino. Das ist auch genau passend zum Cover. Trümmerlandschaft, Bombenkrater. Wässrig, erstes wässrig violettes Licht, also gehe ich mal davon aus, dass es Sonnenaufgang ist, drüber steht noch Hamburg, Januar 1947. Das ist wahrscheinlich wie Feldpost sehr schwer zu lesen, heftig zu lesen, aber sehr, sehr mitreißend. Genauso wie Feldpost ist es nicht unsäglich dick, das sind genau 300 Seiten, Mechthild Bormann schafft es, ihre Geschichten auf, obwohl es historische Romane sind, auf wenigen Seiten zu erzählen oder auf überschaubar vielen Seiten zu erzählen. Und ich bin momentan wieder in Stimmung, über die Zeit des Zweiten Weltkriegs zu lesen, beziehungsweise auch die direkte Nachkriegszeit. Und das ist natürlich jetzt, wie ich schon gesagt habe, ganz was anderes als das hier. Aber das spricht mich auch sehr, sehr an. Das zeigt im ersten Satz schon die ganze Tragik, die ganze Melancholie, die in diesem Buch drinnen sein wird. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass dieses Buch auch ganz viel Hoffnung haben wird.
auf geht's in die dritte Runde. So. Mal schauen, was da noch daherkommt. Mit leichter Kost haben wir es heute nicht. Der Schrecken verliert sich vor Ort von Monika Held. Gleiche Zeit, ähnliches Thema. Das ist dieses Buch hier. Ich weiß auswendig, worum es hier geht. Ich wollte dieses Buch schon lange lesen und schaff's irgendwie nicht. Aus dem Eichborn Verlag. Es geht hier um Lena und Heiner. Es sind, eben, ich glaube, es sind auch hier die unmittelbaren Nachkriegsjahre. Und Lena und Heiner verlieben sich, versuchen eine Beziehung zu führen, aber Heiner ist schwer traumatisiert von dem, was er in, ich glaube, er war in Auschwitz, ja, von dem, was er in Auschwitz erlebt hat. Und das drückt natürlich auch auf das Glück der Beziehung. Und die beiden kehren dann eben. Ich gehe mal davon aus, dass die beiden dann nach Auschwitz zurückkehren, um das Ganze vor Ort zu verarbeiten. Ich weiß es nicht genau, aber ich werde mir auch hier mal den ersten Satz durchlesen. Vorwort. Steht noch ein Danke, aber ich will dann den ersten Satz der eigentlichen Geschichte. Das Haus stand am Ende der Straße, der Garten verband sich ohne Zaun mit dem Wald. Das ist ein klassischer erster Satz, der nichtssagend ist. Ja, das wird zu diesem Buch passen. Es beschreibt wahrscheinlich in den ersten Seiten das Leben, das Lena und Heiner aktuell nach dem Krieg haben und das Zuhause, das sie sich aufgebaut haben, aber ja, dieser eine Satz, der animiert natürlich nicht zum Weiterlesen. Ich lese hier noch schnell, überfliege noch schnell in die restlichen zwei, drei Sätze, die nächsten zwei, drei Sätze. Okay, es geht hier darum, dass Lena und Heiner auf der Suche nach einem gemeinsamen Haus sind und überlegen, eben dieses Haus am Ende der Straße angrenzend zum Wald zu kaufen. Und sie überlegen, wie man rausfindet, ob zwei Menschen zum Haus passen oder das Haus zu zwei Menschen. Mit Sicherheit ein ganz besonderes Buch, das nochmal anders ist als dieses hier. Aber wahrscheinlich nicht weniger emotional, ein Buch, das ich schon ganz lange gelesen haben sollte. Ach! So, ich wäre jetzt bereit für ein anderes Genre, ich habe halt so viel in diese Richtung, aber für ein anderes Genre, das vielleicht irgendeinen lustigen Start hat zur Abwicklung. Mal gucken. Dieses Zettel. Ganz was anderes. Ein Traum von Schönheit von Beate Mali, aber unter Pseudonym, glaube ich. Ich hol's euch aus dem Regal raus. Wieder ein historischer Roman und der hat noch den Spiegel-Bestseller-Sticker drauf. Wie konnte das passieren? Um Gottes Willen. Weg damit, weg, 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 weg. So. Von Beate Mali, die hier unter Pseudonym Laura Baldini schreibt, ein Traum von Schönheit, es geht um Estée Lauder. Sie schuf ein Imperium und wurde zur Legende. Dieses Buch habe ich in einem Goodiebag letztes Jahr zum Ausflug der Tirolia Buchhandlung zur Frankfurter Buchmesse bekommen. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht ein Buch gewesen, das ich mir unbedingt gekauft hätte, weil ich Estée Lauder jetzt per se, da habe ich nicht so das große Interesse dran, aber ich mag Beate Mali alias Laura Baldini sehr als Autorin und deswegen ist es nicht so schlecht, dass dieses Buch eingezogen ist.
New York 1928, die junge Esti darf ihrem Onkel im Schuppen hinter dem Garten beim Mischen von Salben helfen. Sie liebt es, mit Düften und Ölen zu experimentieren und entwickelt ihre eigene Creme. Die erste Kreation, noch im Marmeladengläser abgefüllt, verkauft sie am Strand von Long Island an einem kleinen Klapptisch. Ihre ersten Kundinnen sind hingerissen. Esti nennt sich fortan Esti, zieht von Queens nach Manhattan und ergattert schließlich einen der begehrten Stände im Edelkaufhaus 6. Mit bahnbrechenden Ideen und unendlich viel Arbeit erobert das Mädchen aus Queens New York im Sturm, aber der Erfolg hat einen hohen Preis. Es könnte sie die Liebe ihres Lebens kosten. Ich weiß null über Estee Lauder, ich kenne nur die Marke, aber ansonsten habe ich keine Ahnung, wer sich hinter dieser Frau verbirgt. Deswegen testen wir auch hier den ersten Satz. Manhattan, New York, Frühling 1941. Vor dem Eingang des Theaters standen lange Schlangen von Yellow Caps und hupten. Auch da habe ich wieder Kopfkino. Das finde ich toll an ersten Sätzen, wenn, und das müssen, finde ich, Autorinnen und Autoren auch schaffen und können, ich muss mit dem ersten Satz ein Bild im Kopf haben, wo ich mich befinde. Muss. Aber das ist halt ganz, ganz, ganz gängig, finde ich. Und hier habe ich einfach klassisches New Yorker, vielleicht ein zu aktuelles Bild in meinem Fall. Ich weiß nicht, wie New York in den 40ern ausgesehen hat, aber die gelben Taxis, die kann man sich vorstellen. Und ein Theater, ein bisschen was Elegantes, was Edleres. Da wird wahrscheinlich irgendein Event sein, irgendeine Veranstaltung. Und da gehe ich mal davon aus, dass Estee Lauder geladen sein wird 1941. Hinten startet nämlich das Ganze im 1928. Ja, ich habe von Beate Mali Lottes Träume gelesen und das war mega toll. Ich würde so gern mehr von der Autorin lesen und das wäre jetzt auch Zeit, das mal zu machen. Ich muss aber sagen, nach wie vor spricht mich am meisten der erste Satz von der Schatzinsel an. Das war einfach toll. Also diese Idee ist einfach mega, mega gut, aber schau mal, was noch kommt. Vielleicht finde ich ja noch irgendein kleines Schätzchen hier raus. Dieses Zettelchen lege ich euch wieder rein, wenn wieder einen historischen Roman packe ich nicht. Wie wär's denn mit Romance, Fantasy, Thriller? Ich hab so viel und alles kommt nur Histo raus. Ja, Beate, weil du halt den größten Histo-Soup hast. Das klingt doch mal stark nach Romance. Mein Herz will dich. Ich glaube, das habe ich direkt hier hinter mir. Mein Herz will dich von Corinne Michaels, Return to Me-Reihe. Das ist nicht ganz ideal, weil es ist der zweite Band, aber ich werde mich hier wohl mit dem ersten Satz nicht spoilern. Es geht hier um die Hennington-Brüder, genau. In diesem Fall um Wyatt Hennington und den Ort Bellbuckle, Tennessee. Ja, klingt jetzt sehr country-lastig, aber mal schauen. Es geht um Wyatt und um Angie. Die wird ungeplant schwanger, oje, oje. Er macht aber keinen Rückzieher und will zu dem Kind stehen. Sie sucht aber eigentlich gar keinen Vater, ja. Er lässt nicht locker und erreicht, dass sie 3 Monate zu ihm zieht auf Probe. Hinten steht tollerweise drauf Band 2 der Return to Me-Reihe, übersetzt von Michaela Link. Genau sowas wünsche ich mir. Danke, lieber Lübbe Verlag. Triggerwarnung, so. Das ist zwar nicht der erste Satz, aber die Widmung finde ich auch toll. Für die Gründer von Netflix. Ihr seid schuld, wenn ich meine Abgabetermine nicht einhalte. Wir sollten getrennte Wege gehen, aber das schaffe ich offensichtlich nicht. Sei es drum. Ich mag den Humor jetzt schon. Und dann gibt es noch ein Zitat. Spring und du wirst lernen, wie man fliegt, sagte Ray Bradbury. So, aber jetzt geht es wirklich um den ersten Satz.
Wie lange fühlen Sie sich schon so, Angie? Ja. Da überzeugt mich tatsächlich die Widmung deutlich mehr als der erste Satz, aber ich gehe mal davon aus, dass es hier darum geht, wie lange fühlt sie sich schon komisch und sie dann rausfindet, dass sie eben schwanger ist von Wyatt. Ich habe den ersten Band dieser Reihe aus einem Wanderpaket rausgezogen. Dann bin ich draufgekommen, dass es diese Reihe nur noch gebraucht zu kaufen gibt und die recht schnell vergriffen ist. Und deswegen habe ich mir die zusammengestöpselt und die ganze Reihe jetzt da und sollte endlich mal den ersten Band lesen. Das ist jetzt, wie gesagt, der zweite. Ich finde, der ist sehr schön aufgemacht. Mir gefällt das Blau und Grün und der ist dafür, dass er in gebrauchtem Zustand gekauft wurde, total gut in Schuss. Ja, mein Romance-Soup ist umfassend, was soll ich sagen. Das ist definitiv die beste Widmung, die ich seit langem gelesen habe. So. Eine Runde machen wir noch. Eigentlich waren fünf geplant, aber jetzt machen wir ein sechstes Buch, weil jetzt war ja schon ein bisschen was dabei, das nicht so aufregend war, auch wenn die letzte Widmung sehr lustig war. Aber vielleicht kommt ja noch irgendwas, das richtig mitreißend ist. Und nicht das 12.000. Histo-Buch. Oh! Wieder Romance. Und tatsächlich die einzige Gay-Romance, die ich am Sub habe. Delilah Green Doesn't Care. Das muss ich euch raussuchen. Das war letztes Jahr in meinem Tirolia Buchabo drinnen. Und da muss ich schauen, wo das Buch ist. Das trifft sich echt gut, dass ich dieses Buch hier rausgezogen habe, weil ich absolut nicht weiß, ob das was für mich ist. Von Ashley Herring Blake, eben Delilah Green Doesn't Care, aus dem Moon Notes Verlag. Und das Ganze wurde übersetzt von Na, gibt es ja einen Übersetzer. Nö. Dann eben nicht. Was ich beim Moon Notes Verlag immer total nett finde, ist, hier gibt es immer so ein kleines abgetrenntes Teil passend zum Cover, das man rausschneiden kann und als Lesezeichen verwenden kann. So. Hier geht es um eine sprunghafte Fotografin aus New York, eine ordnungsliebende Buchhändlerin, die Überraschungen hasst, eine Hochzeit in der Kleinstadt, in die Delilah niemals zurückkehren wollte. So. Eine Ausgangssituation, die für ein Romance-Buch für mich eigentlich total toll klingt, was für mich eher untypisch ist, hier geht es eben um zwei Frauen. Aber why not? Wir lesen den ersten Satz. Ein Summen auf dem Nachttisch riss Delilah aus dem Schlaf. Ja. 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 Was soll man dazu sagen? Auch hier habe ich wieder ein Bild vor Augen. Ja, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie Delilah aussieht, aber ich habe ein grantiges Gesicht vor Augen, jemanden, der sich den Schlaf aus den Augen reibt, einen grausligen Weckton, so irgendwas. Also ein bisschen Kopfkino passiert auf alle Fälle. Aber ja, was merken wir dran? Natürlich kann man anhand vom ersten Satz nicht viel über ein Buch sagen. Aber irgendwie, es gibt dir halt den Vibe mit. So habe ich das Gefühl. Und wenn ich hier weiterlese, schauen wir mal den ersten Absatz. Ja, das ist hier quasi die erste Beschreibung von Delilah. Es ist mitten in der Nacht, als ihr Handy brummt. Irgendeine wildfremde Frau liegt neben ihr. Sie muss sich erst erinnern, wie die Dame heißt eigentlich. Ich gehe mal davon aus, dass das eine wilde Partynacht war, bei der sie jemanden mit nach Hause genommen hat, mit jemandem im Bett gelandet ist. Und
Warum sie dann in die Kleinstadt zurückkehrt, das werden wir erfahren. Ich habe schon mehrere Bücher vom Munoz Verlag jetzt auf dem Sub. Die sind alle total toll aufgemacht und haben immer so richtig coole Buchschnitte. Aber irgendwie habe ich noch zu keinem gegriffen. Es wäre jetzt auch höchste Zeit. Wenn ihr dieses Buch kennt, gilt natürlich auch für alle anderen. Schreibt es mir gern in die Kommentare und sagt mir gern, wie euch die Bücher gefallen haben. Ich sollte wirklich mal eine Romance austesten, die so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone liegt. Vielleicht, ich weiß ja nicht. Ich sage immer, ich kann keine gleichgeschlechtlichen Romance-Geschichten lesen, weil ich mich nicht so reinfühlen kann, weil ich einfach heterosexuell bin. Aber das ist ja eigentlich total Tunnelblick und verschlossen. Deswegen, Beate, erweitere deinen Horizont, deinen Lesehorizont und lies da rein. Wäre ein Buch, das ich mir so selber wahrscheinlich nie gekauft hätte, aber das ist eben durch das Buchabo bei mir eingezogen. So, jetzt lasse ich es aber. Also, wir haben jetzt einige erste Sätze kennengelernt, Widmungen kennengelernt und so weiter. Und ich muss sagen, den Herrn Stevenson übertrifft halt nichts. Das erste Buch war gleich der beste erste Satz. Eine Eigenmarketing-Idee am Anfang des Buches finde ich mega, mega lustig. Ich muss wirklich sagen, das hat mir das Buch wirklich schmackhaft gemacht. Ich denke mal, dass der nächste Klassiker, den ich lesen werde, so in diese Richtung gehen wird und dass ich da hoffentlich bald dazu greifen werde. Auch sonst muss ich echt sagen, auch Trümmerkind muss ich wirklich sagen, finde ich, war sehr ergreifend als erster Satz. Das hat auch recht viel hergegeben. Ansonsten war es jetzt eher überschaubar. Ja, aber auch die Netflix-Widmung fand ich toll. War mal ein anderes Format. Ich wollte es ausprobieren. Ist die Frage, wie sehr es gelungen ist. Lasst mir gerne Feedback da, wie ihr das Video fandet, ob ich sowas nochmal machen soll oder nicht. Fazit muss einfach sein, ja. Anhand vom ersten Satz kann man noch nicht viel sagen, aber vielleicht tun sich ja irgendwelche großen Schätze eben anhand vom ersten Satz schon auf, die ich dann unbedingt weiterlesen will. Ist ganz lustig, soll in erster Linie mich unterhalten, soll euch unterhalten und das hat es hoffentlich gemacht. Alles, was ihr zu diesen Büchern und zu diesem Video zu sagen habt, bitte gerne in die Kommentare damit, gerne liken, wenn es euch gefallen hat und natürlich gerne meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel tolle Lesezeit, viele gute Bücher, macht es gut, ciao, servus!